Herzlich willkommen zu meinem kleinen Hilfevideo. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das Lied von Green Day, Wow, That's Loud, auf der Gitarre oder auch auf der E-Gitarre einfach spielen könnt. Wir spielen das Ganze mit Power-Akkorden und ja, legen wir gleich los. Das Lied ist wirklich sehr einfach gehalten. Wir spielen Anschlag, machen wir einfach die ganze Zeit. Also immer einfach nach unten, von oben nach unten, immer wieder. Sowohl bei der Akustik als auch bei der E-Gitarre. Ja, und in der Strophe, also die Power-Akkorde sind, der erste Akkord ist hier den ersten Finger auf der tiefsten, also wir spielen nur auf diesen drei tiefen Saiten. Auf jeden Fall werden dann nur die Saiten legen wir nur die Finger auf, beziehungsweise manchmal wechselt das dann auch in die, also eine tiefer, in die dritte, vierte und fünfte. Aber okay, wir fangen erstmal an, also der erste Finger auf der tiefsten Seite im zweiten Bund und hier die beiden, der dritte und vierte im vierten Bund auf der vierten und fünften Seite. In der Strophe wird das 32 Mal, also 32 Mal immer so weiter. Danach wechselt es einfach nur einen höher, also der erste geht von da nach da und die beiden, der dritte und vierte, gehen auf die beiden Seiten. Also haben wir erst so und dann so. Das Ganze 16 Mal. Und dann wieder 16 Mal so. Also haben wir 32 Mal so. Und das ist schon die ganze Strophe. Das waren jetzt nicht 32 Mal und 16 Mal. Und dann vor dem Refrain kommt noch so eine kleine Stelle. Da spielt ihr einfach... einen Moment, im fünften Bund, also ihr legt euren, also diese Position wird immer beibehalten, also dass immer einer so ist, einer zum Beispiel jetzt im ersten Bund, dann liegt der eine da und die beiden anderen hier und hier. Das ist bei Power-Akkorden wird das immer so gehalten. So, und jetzt gehen wir einfach mit dem ersten Finger in den fünften Bund, auf der tiefsten Seite, und dadurch sind dann automatisch hier im siebten Bund die vierte und fünfte Seite auch belegt. Dann spielen wir so. Dann gehen wir wieder in den zweiten Bund. Wieder in den fünften. Wieder in den zweiten. Und dann kommt der Refrain. Der geht so. Hier wieder im, also im zweiten Bund, aber ein auf den höheren Seiten. Also hier, hier und hier. Dann rutschen wir in den dritten Bund, also einen weiter runter, spielen zweimal, also und rutschen dann noch einen tiefer. Das war der ganze Refrain. Und dann kommt wieder die Strophe, 32 mal so, 16 mal so. 16 Mal so und dann wieder diese Zwischenstelle und dann wieder der Refrain und so weiter. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!